Neuer Shop kommt jetzt hier in ganz genau 9 Sekunden. Gerne, gerne das Video davor liken und ganz, ganz wichtig, den Kanal abonnieren. Heute kein Plan, ob was Seltenes reinkommt, was Neues. Aber es werden mal wieder wie gewohnt alte Sachen zurückkehren. Let's go. Bitte ein guter Shop nach ganz oben. Wir haben das WooWare-Paket wieder zurück. Ist jetzt kein krasses Skin-Bundle, muss ich sagen. Stile, naja, Skin skippen wir. Was haben wir hier? Backpack reagiert, glaube ich, auf Musik. Ja, genau, das rastet dann wieder komplett aus. Finde ich auch nicht so nice. Die beste aus dem Bundle finde ich ganz genau sie. Ist das irgendwie hier? Ah, ne, das gehört sich, glaube ich, so hier. Das ist so, oder ist es wieder ein Bug? Sieht irgendwie komisch aus, aber den Skin finde ich somit am besten aus dem Bundle. Dann gibt es hier einmal den passenden Backpack. Backpack finde ich deutlich besser als wie beim männlichen. Das ist cool. Emoticon, Spinnschlucker und einmal den Ladebildschirm. Der ist, also, was ich nicht ganz verstanden habe an dem Ladebildschirm, gönnt euch mal, wie cool die Skins hier aussehen. Also zumindest ist es für mich so. Die Skins sehen hier schon stabil aus, aber hier sehen die einfach komplett anders aus. Also Ladebildschirm mit den zwei Skins, einfach, das sind komplett andere Skins. Bestimmt so, bestimmt ein Leak. Irgendwann kommen diese Skins komplett neu raus und werden dann genau so aussehen. Oder was cool wäre, als Zweitstil. Emote ist cool. Spitzhacke. Ja, ist auch nicht schlecht. Gibt es hier in Rot und in Gelb die Spitzhacke. Ja, und denkt daran, ihr habt nur noch 3 Stunden lang Zeit, euch das Gratis-Item bei Twitch abzustauben. Falls ihr nicht wisst, worüber ich rede, checkt mein letztes Video ab. Und heute gibt es auch übrigens heute Abend Gratis-Items, und zwar das FNCS-Backpack. Auch falls ihr nicht wisst, wie man das bekommt, checkt mein letztes Video ab, da erkläre ich alles. Lackierung ist nicht schlecht. Einmal ein Banner kann ich euch nicht zeigen, müsst ihr auf der linken Seite schauen. Und einmal das Spray. Eher unspektakulär, einzeln kaufbar, auch alles am Start. 1-2, 1-2, 800 für den Gleiter, der ist richtig chillig. Und auch coole Musik beim Aufmachen, 800 auch okay. 300 auch völlig in Ordnung. Aber warte mal, warum nicht 200? Komisch, gibt es eigentlich mehrere 300 V-Bucks grüne Emotes? Gerne kommentieren, falls ihr das wisst. Bestimmt wird es welche geben, aber ist schon eher selten der Fall, oder? Pac-Man-Zeug ist auch wieder zurückgekehrt. Ja, ist cool, das Bundle. Einmal dann die Figur hier mit verschiedenen Farben. Ist nicht schlecht. Pac-Man eh ein sehr, sehr cooles Spiel. Ganz genau, da oben ist das Spiel. Ist schon richtig nice. Vor allem das Emote ist cool. Und das, ey, für 300 V-Bucks? Perfekter Preis. Beide Emotes sind cool. Auf jeden Fall. Safe. Fängt die auch wirklich an? Ja, doch, doch, die fängt echt an zu spielen. Sehr, sehr wild. Dann einmal hier nichts mehr, oder? Sind wir hier durch? Okay, ging schnell. Die Superhelden-Skins sind mal wieder nach bestimmt 10 Tagen wieder zurückgekehrt. Jeder will sie haben. Viele wollen sie, viele nicht. Und die sind sehr, sehr beliebt. Jeder wartet, jeder fragt immer, ey, wann kommen die? Merkt euch eins immer bei den Superhelden-Skins. Die kommen immer mindestens einmal im Monat in den Shop. Gibt es immer ein passendes Emote dazu, wo ihr euer Emoticon ausstrahlen könnt. Schönes Emoticon. Sehr, sehr nice. Den Charakter gibt es hier, den habe ich, finde ich auch somit am besten. Dann gibt es noch die Dame, den Herren hier. Da gibt es auch immer Emoticons dabei. Ja, doch, ein Emoticon und auch das Emote. Skippen wir, skippen wir, skippen wir, skippen wir und skippen wir. Dann sind wir hier schon mal durch. Dann einmal hier das wieder. Also ich glaube, der Shop heute, ich glaube, heute haben wir nichts Neues. Aber dafür eventuell was Seltenes. Ich glaube, heute ist wieder was Seltenes am Start. Wenn nicht, dann halt nicht. Das Backpack ist eine 10 von 10. Könnt ihr alle eure Emoticons draufklatschen. Richtig schmackhaft. Emoticon unspektakulär. Unspektakulär. Dann gibt es hier alles einzeln kaufbar. 400. 1, 2. 400. Nichts mehr. Nächstes Bundle. Das war auch erst vor kurzem da gewesen. Ist ein cooler Skin, könnt ihr viel hier einstellen, also wie die Superhelden-Skins, nur in einer lustigeren Form, würde ich jetzt sagen. Ja, Skin ist cool, kann man mitnehmen. Einmal hier das Backpack ist wirklich eine schmackhafte 10 von 10. Dann einmal den Kollegen hier, Leviathan, habe ich mir in der Season 4 gekauft und dann direkt wieder nach ein paar Tagen zurückgegeben, weil der für mich viel zu breit war. Aber trotzdem finde ich ihn lustig vom Aussehen her. Spitzhacke, die... Ja, ist okay. Ich glaube, die hat ein Zweitziel, oder? Ja, genau. In der schwarzen Variante finde ich die deutlich besser. Skippen wir. Dann haben wir hier den Kollegen. Ja, die Skins hauen mich jetzt nicht wirklich um. Das Beste ist hier der Menschen-Bill oder wie auch immer der heißt. Er ist... Naja. Dann einmal hier
Gleiter. Auch schon tausendmal da gewesen. Spitzhacke finde ich richtig nice, aber was ich nicht nice finde, ist der Preis. Ich glaube, die kostet 1,5. Spitzhacken finde ich trash. Emote und die erste Spitzhacke hier finde ich somit am besten. Skippen wir. 1,8 einzeln, 2000, 1,2, 1,2. Ne, 1,2 kostet die Spitzhacke. Ich dachte 1,5, aber trotzdem mega teuer. 500, 500, nichts mehr. Nächstes Bundle. Und oha, der Shop ist in letzter Zeit so heftig überfüllt mit Zeug, was wir eh gefühlt einmal in der Woche reinbekommen. Ja, das Bundle ist cool, sind alles Remake-Skins, aber ich muss sagen, die Farben sind schmackhaft. Schwarz-Weiß, immer eine geile Optik. Backpacks würde ich jetzt nicht benutzen, aber an sich die Skins, die sind schon sehr schmackhaft. Dann haben wir hier 1,5 einzeln, 800 für die Spitzhacke. Die hat einen coolen Sound, aber doppelhändig, deswegen würde ich das nicht spielen. 1,5 für den, 1,5 für den. Spitzhacke eine 10 von 10. Günstig, cool und hat einen stabilen Sound. Dann gehen wir hier zum vorletzten. Ich glaube, kommt da jetzt noch ein vorgestellter Bereich? Also der Shop geht ja heute wieder komplett ab. Der Skin, naja, ist ganz okay. Einmal hier passendes Rückenteil. Skin hat wieder 3 Stile, Backpack wieder 2. Sehr, sehr komisch. Einmal Spitzhack hat auch nur 2. Cooler Sound. Spitzhack ist somit, glaube ich, für mich am besten. Und einmal die Lackierung. Dann haben wir hier 1, 2 einzeln, 800, 300, nichts mehr. Heute wird das wieder ein saulanges Shop-Video, habe ich so das Gefühl. Oder auch nicht. Täglicher Bereich. Was macht eigentlich der? War der nicht gestern erst im Shop da gewesen? Also heute ist der Shop sehr, sehr komisch, finde ich. Sehr komisch. Was machst denn du wieder hier im Shop? Sehr komisch. Naja, die ist wieder zurück. Ja, tausendmal da gewesen. Ist ganz chillig, der Skin. Dann gibt es hier einmal Astra mit 2 Stilen. Auch schon tausendmal da gewesen, aber nices Backpack. Spitzhacke. Ja, Spitzhacke ist sehr, sehr schmackhaft. Ich check mal kurz ab, ob wir heute nicht was Seltenes im Shop haben. Ich gehe mal davon aus, so jein-mäßig checken wir das Ganze mal ab. Also, wir haben heute, ja, naja, okay, so halbwegs seltene Dinge. Checken wir gleich ab. Gut schütteln ist eine 10 von 10. Eine 10 von 10. Also das ist wirklich sehr, sehr wild. Cooles Emote. Kasachok, auch sehr schmackhaft, muss ich sagen. Musik chillig. Hans geht mega ab. Sehr cool. Dann haben wir hier immer mit der Ruhe. Ja, immer mit der Ruhe. Wir kommen gleich zu den seltenen Sachen. Immer mit der Ruhe. Dann haben wir hier das Seltenste heute vom Shop. Juhu, ist ganz genau der Bereich mit 172 Tagen. Und falls ihr bisher geguckt habt, kommentiert mal eine 8 in die Kommentare. Im Shop hier haben wir noch viele, 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 viele Skins. Sehr viel. Und hier unten rechts zum Schluss gerne, gerne mein CC benutzen. FERJUST. Kuss geht raus und es war's dann auch hier schon mit dem kurzen kleinen Mini-Shop-Video.